Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan und Suzerain. Wir haben beim letzten Mal Verhandlungen betrieben mit der Sprecherin des Parlaments. Wer war nochmal Speaker? Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Gloria, war das richtig? Ja, Glory Tory. Speaker of the Grand National Assembly, mit der haben wir versucht zu verhandeln. Sah nicht so richtig danach aus, dass wir die Stimmen der Konservativen gewinnen können. Wir haben dann noch eine Rede gehalten vor der Partei, beziehungsweise vor den Abgeordneten, also vor der Fraktion, muss man eigentlich sagen. Da waren zumindest die Progressiven, also die Reformer und die Gemäßigten scheinbar einigermaßen auf unserer Seite und dann war das Problem mit dem Haushalt. Ich meine, das Budget ist jetzt eh bei minus 2, das hätte ich dann in dem Sinne auch machen können, wo ich das leider missverstanden hatte mit der Zuweisung von Geldern für Law Enforcement und deswegen die Antikorruptionseinheit nicht einrichten konnte. Was wahrscheinlich dazu führt, dass mir ein bisschen Unterstützung von den Zentristen, von den Gemäßigten, ich weiß gar nicht, warum die Zentristen eigentlich hier heißen, im Supreme Court fehlt. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Wobei Nia Morgner ist von den ReformerInnen. Okay, ja, die haben wir auf jeden Fall. Wer ist hier? Isabel Edmonds. Hatten wir mit der schon gesprochen? Ich kann mich nicht erinnern, ob wir mit Isabel schon gesprochen haben. Also Demokratie und Säkularismus, das bedienen wir auf jeden Fall. Und den solistischen Staatsapparat werden wir auch beseitigen. Wir haben ja schon entsprechende Reformen im Bildungswesen eingeleitet. Und natürlich planen wir unsere Verfassungsänderung. Tja, aber antikommunistische und sozial-konservative Ansicht, das beißt sich so ein bisschen. Da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Egal, schauen wir mal in die Zeitung. The Radical Voice schreibt: Archaic State of Zortland's Conscription Laws. Dear Reader, I ask you this. What year are we in? 1880s, 1920s? The matter I'm writing about is, of course, mandatory military service again. In times when there are no active wars. Why do we still need to have these archaic conscription laws? Tja, ein Krieg, der droht ja so ein bisschen am Horizont. Beziehungsweise eigentlich mehrere. Und zwar, wenn wir gerade mal rausgehen auf die Karte zurück. Also Rumburg bedroht uns und mischt sich in unsere inneren Angelegenheiten ein, sammelt weiter Truppen an der Grenze. Agnolia und Valksland streiten sich um die Heliglandinsel. Da kommt es zu militärischen Standoffs durch die Marine. In Lesbia sind akasische Truppen eingetroffen, sowohl auf Raffnos stationiert als auch, glaube ich, an der Grenze zu Velen. Velen plant eine Strafaktion gegen die blutische Freedom Front und will eventuell dazu auch im Grenzbereich kämpfen und eventuell die Grenzen überqueren. Also da ist einiges im Busche, also mal sehen. Let me answer that. It is because someone profits from it. Not only does this make the warmongering Solace happy, it also works out for large defense corporations. The oligarchs are now swimming in money while we still have to send our children away when they come of age. We are in a modern age. If we want to modernize Zortland and catch up to these superpowers, if we want to lose this militaristic identity,
so that we can intellectually prosper, mandatory conscription laws need to go. Der Geopolitico berichtet, Rain to meet with Spolak and Van Horten. Sortland is embarking on a great geopolitical gamble with the new trade initiative organized by the Ministry of Foreign Affairs. The hope is the solidification of relations with the old ally Agnolia and the troublesome neighbor Velen, with the aim of regaining some of the regional diplomatic influence the country used to have. Each of these countries have different agendas, which will create some difficulties for President Rain. Prime Minister Van Horten, who was elected through a powerful democratic movement, wants to reimagine trade with Zortland, while President Smolak of Velen is looking for new foreign investments and security cooperation against rebellious Blutish movements at the border. Tja, da haben wir schon gesagt, dass wir mit Smolak auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten werden. Dass wir, tja, mit Agnolia schon zusammenarbeiten werden. Die Frage ist, ob wir dieses Bündnis tatsächlich eingehen sollten. Lesbia and Valksland are watching Sortland's action very closely and are sure to react to any sort of balance of power shift. So, ja, die Frage ist, ob wir halt mit Valksland uns vielleicht doch anbandeln sollten. Das natürlich wird die Beziehung mit Lesbia verschlechtern, die eben mit Akasia sehr eng zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob sie eigentlich in die ATO eingetreten waren. Können wir das direkt mal überprüfen? Ja, Lesbia is a member nation of ATO. Das heißt, sie sind quasi in dem westlichen Bündnis. Military Strength, also Militärstreik ist overwhelming. Beziehung neutral. Das können wir uns hier ja auch mal angucken. Militärstärke gleich, Beziehung neutral. Rumburg. Militär überwältigend, Beziehung schlecht. Militär gleich, gute Beziehung. Valksland. Wo kommt dieses Tröten? Was soll mir das sagen? Überwältigende Militärstärke, neutrale Beziehung. Ja, CSP, ne? CSP, wollen wir. Können wir uns dem CSP anschließen ohne. Foreign Leaders möchte ich nicht, sondern Organizations. International CSP. Guantanamo Security Pact is an intergovernmental military alliance between 9 countries led by United Guantanamo. This alliance creates an integrated defense strategy and military cohesion to defend against ATO. The CSP at its core is a strategic military alliance but consists mostly of countries that have planned economies and that trade resources with United Guantanamo. The goal of the alliance is to counter the influence of capitalism by Akasia and to protect the continent of Guantanamo. The CSP has in the past decades moved to expand the influence in Maricopa and is focused on using allies like Valksland to face the ATO. Obwohl sie doktrinär betrachtet halt auseinandergehen, ne? Na gut, schauen wir mal in die Hauptstadt. Erstmal gucken wir uns den Bericht an. Ministry of Health discusses privatization. The Ministry of Health has begun working on a health report with a proposal to allow privatization in the health system to potentially generate new resources for the ministry. Minister Benuel is personally overseeing the discussion and the report with top aides, including members from the National Business Council. Ja, die alten Oligarchen und Kapitalisten da. So. Ja, die Großmächte bieten Hilfe an. Und zwar beide, United Guantanamo und Akasia. Und wir können den
religiösen Harmonie, das religiöse Harmoniegesetz verabschieden. Dass die Versammlung beschlossen. Das geht vielleicht schneller und am einfachsten. Also. For the purposes of increasing religious harmony and unity, the following laws are established in religious affairs. Section 1 of the RHB will ensure that the day of descension ceremony in the Ark Sanctuary of Dire shall from now on only hold sermons in the Zordish language. Section 2 will forbid sanctuaries from holding sermons in Bludish unless they receive approval from the Archpriest of Zordland. Section 3 will enforce that all priests applying to be state-sanctioned have Zordish descendants to be able to receive their salaries and pensions. Das werden wir nicht machen. Das werde ich ablehnen, auch wenn die... Das Problem ist natürlich wieder, die Nationalversammlung hat dafür gestimmt, mehrheitlich. Aber wenn ich das annehme, dann wird die Lage in Bergia noch weiter eskalieren. Die bringen sich da jetzt ja schon alle gegenseitig um. Und ich kann nicht, ich will eigentlich ja mit der Bludish Worker Party und wen gibt's da noch? Die haben doch auch eine Gewerkschaft, oder nicht? Gibt's da nicht eine Gewerkschaft? Gucken wir mal, Political Parties. Also, mit der Worker Party würde ich sehr gerne zusammenarbeiten. Wie war denn das mit der Freedom Party? Die auch bei uns. Ah, die wurde doch... Bluish Representation has been absent. Genau, die wurde doch verboten, nicht wahr? Die könnte man ja wieder zulassen. Glaube nicht. Also den Kampf gegen die Bluden möchte ich hier nicht unterstützen. Wir haben uns ja für eine offene Grenzpolitik auch ausgesprochen. Also wir nehmen geflüchtete Menschen auf hier in Bergia. Von daher werde ich das ablehnen. Den Konflikt, den will ich hier nicht haben. Veto. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, was das für ein Backlash gibt. So, die Supermächte. Wir haben minus 2 Budget, also Staatsschulden. United Cortana and Arcasia have approached us with a substantial financial aid offer in return for refuel and repair access at our military installations. United Cortana requests access for its ships to be able to dock at the Conriad Naval Base, while Arcasia requests access for its jets to land at Aluri Air Force Base in return for aid. So, Aluri ist mittendrin im Land. Das ist eine zentrale Position und die anderen wollen... Was hat er gesagt? Nach Conriad? Ja. Also hier oben. Tja, das Geld wäre natürlich schön zu haben. Wir sind mittlerweile in Zug Nummer 5. Das Geld wäre schön zu haben. Jetzt die Frage, wenn ich die Hilfe von Cortana annehme. Sie wollen ihre Schiffe hier stationieren. Bedeutet das, dass sie eine stärkere Kontrolle bekommen über die Graue Straße und die Markische See? Und das wird Agnolia nicht gefallen, wegen des Konflikts mit Weixland. Wenn ich die Jäger hier stationiere in Aluri, wird das auf jeden Fall Lespia gefallen. Agnolia wird es egal sein, beziehungsweise wahrscheinlich freuen sie sich sogar, dass hier ein stärkeres Gegengewicht gegen Weixland geschaffen wird. Weixland wird es nicht gefallen. Tja, und den hier drüben,
Rumburg könnte das schon gefallen. Aber sollten wir das Angebot der Kapitalisten annehmen? Das ist die große Frage. Oder sagen wir, wir brauchen eure Hilfe nicht. Wir kommen alleine zurecht. Und umgehen damit das Risiko, die militärische Situation und die geopolitische Situation in der Region weiter zu destabilisieren. Was ja durchaus passieren kann. Also wird es irgendwelche Reaktionen drauf geben. Andererseits brauchen wir Geld. Und potenziell brauchen wir irgendwas, um Rumburg diplomatisch zu begegnen. Wie würden die das aufnehmen? Das ist die große Frage. Wie würde Rumburg das darauf reagieren? Würden sie das als Aggression wahrnehmen? Möglicherweise. Ich bin fast geneigt, das Angebot abzulehnen. Ich bin geneigt, das Angebot abzulehnen. Was meint ihr denn? Ach, da steht immer noch die ganze Zeit, gleich geht's los. Oh Gott, oh Gott. Leute, Leute, Leute. Sollen wir das annehmen? Was schreibt die Nachrichten denn hier schon wieder? Religiöse Freiheiten, ja, das können wir vielleicht, während wir darüber über nachdenken, mal eben uns durchlesen. Da geht es um die Entscheidung, dass wir diesen Harmony Act abgelehnt haben. President Rain protects religious freedoms. President Rain has recently vetoed the outrageous Religious Harmony Bill. The bill was aiming to limit the freedoms of British people in Scotland. The member of parliament to propose this bill was, of course, Cesaro Kibbena, the leader of the National Front Party himself. Kibbena has never stopped his attacks on British people, and we are sure that he will continue his racist onslaught and his attempts to further divide the country. President Rain's decision to veto this discriminatory bill, which was a clear attack on religious and personal freedoms, will be welcomed by Blutes and Swords alike. Ah, ich werde. Ich werde es ablehnen. Oh oh. Oh oh. Gus Manger ruft an. Was hat er denn zu sagen? I was sipping my first cup of coffee for the day when the phone lit up and rang. I swore under my breath. I thought my schedule was clear for at least half an hour. I picked up the phone. Mr. President, how are you doing on this fine day, if I may ask? Mir ging's gut, dass du angerufen hast. What is it? I'm calling you because I received a call from the CEO of Armadine Industries, Aaron Bridges, about the recent initial public offering on the Venture City Stock Exchange. As you might have guessed, it's about our little venture investment of 1,000 shares worth nearly a million ren. I'm very pleased to say that we have made gains. The shares have doubled in price at the IPO and the VCSE, and we will soon receive the profits made from the investment. Isn't that great? How much do we gain? You will love it. In total, we have made nearly 2 million Scottish rand. I bet that right now you are wishing you had bought more stocks earlier, right?
I'm not much of a risk taker. Oh, come on. You're the president. Nobody got to that seat without taking massive risk. I assure you, this will pale in comparison to what we will do together in the future. The money will be transferred to your personal bank account shortly. Talk to you later then. Goodbye for now. The line dropped. Hey, wir haben Geld bekommen. Können wir das zufälligerweise in die Staatskasse umlenken? Armadyne stocks jumped to nearly double. The CEO of Armadyne, Aaron Bridges, announces the IPO this morning at the Ventry City Stock Exchange, with the opening value of the stocks doubling due to high demand by the market. Scheinbar wollen alle Taschenradios haben. Images of celebration were visible at the Ventry Times newspaper. A new era for portable radios has begun for the average citizen, with major advances in military technology pushing civilian technology forward. So, huch, nach Ribery wollte ich gar nicht. Ninja, grüß dich. Hallo. Private Party mit Peter. Einwanderungsregulierung. Ja, das machen wir doch in der nächsten Folge. Haha.